Hey! Und weiter geht's auch mit Paper Mario nach gefühlten 534 Jahren und... Oder waren's? Ja, eigentlich waren es nur 3 Wochen, aber es waren gefühlte 534. Und wir gehen bei Nabelstar, Nabelstern, Nabelstar, Nabelstern, Nabelstar, Nabelstern, Nabelstar, Nabelstern. Ich weiß es doch nicht mehr, das ist doch viel schon lange her. Ich meine, das ist schon 555... Nein, egal. Was hab ich gerade gesagt? 534 waren es, oder? Ich meine schon, ja. Ja, sollten sein. Und wir hätten auf jeden Fall damit das Kapitel beendet, weil ich das weiß. Naja. Ich habe schon 5 Fehlaufnahmen geschafft. Ja, da, weil MLTV immer zwischendurch abgekackt ist. Aber ist ja egal. So besiegten Mario und seine Freunde die Koopa-Brüder und retteten einen der edlen Sterne. Doch noch immer werden 6 der Sterne vermisst und warten voller Hoffnung auf ihre Rettung. Die Zukunft des gesamten Königreiches, des Sternenhafens und natürlich der Prinzessin, ja, liegen in den Händen von Mario und seinen Freunden. Und seiner neuen Freunden. Weil der hat mittlerweile mehr als nur einen Freund. Das Abenteuer hat gerade erst begonnen. Eigentlich gar nicht. Eigentlich hat es schon vor viel zu langer Zeit begonnen. Eigentlich ja genau um... Ja, eigentlich nachdem schon Bowser ihn rausgeschmissen hat und nicht nachdem er den ersten Stern befreit hat. Und ich habe wieder vergessen, ob der Nabelstar oder Nabelstern heißt. Ich weiß, wieso sage ich eigentlich wieder vergessen? Ich weiß es aber nicht mal. Aber er hat... Ja, er vor allem. Er hat es vergessen. Ja, Mario hat es vergessen, ob er Nabelstern oder Nabelstar war. Ist ja auch egal, oder? Ich frage mich, was Mario wohl gerade macht. Ob er vielleicht verletzt ist? Ich mache mir solche Sorgen um ihn. Es geht ihm sicher gut, Prinzessin. Ich wette, er ist gerade dabei, die Sterne zu retten. Ja, du hast recht, Twink. Twinkle, twinkle, little star. Ich muss stark sein. Darf ich weiter singen? Nein. Ach, bitte. Nein. Okay. Ich muss mich darauf konzentrieren, einen Weg herauszufinden. Aber vor der Tür stehen jede Menge Wachen. Und du kannst unmöglich durch das Fenster entkommen. Genau das ist es. Ich werde heute so berühmt wie Ibrahim Tatlises. So, jetzt habe ich auch mal diesen Reim gebracht. Wahrscheinlich habe ich ihn schon 1000 Mal gesagt. Aber nicht. Oder vielleicht doch. Oh, warte eine Minute. Ich erinnere mich, dass mir der Minister gesagt hat, dass es gäbe in diesem Raum einen Geheimweg. Twinkle, hilf mir danach zu suchen. Like a little star. Cool, tolle Idee. Ja, okay. Und ich kann mich mit Peach nicht drehen, aber ich habe das leider schon mal gemacht, weil ich, wie gesagt, wieso gehe ich eigentlich hier raus? Hier draußen ist nichts. 5 Fehlaufnahmen hatte, weil immer wieder zwischendurch der Emerald TV abgekackt ist. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich hatte auch ursprünglich vor, eins davon als Outtake zu nehmen, also eigentlich das erste davon, aber hat nicht geklappt. Nein, ihr hättet wahrscheinlich nur 2 Sekunden Bild gesehen und dann würde 5 Minuten lang mich hören, wie ich dann mich beschwere, dass Emerick TV gestorben ist. Ja, es ist gestorben, nicht nur abgekackt, es ist gestorben. Es ist im wahrsten Sinne einfach puff, bam, bich, ba, puch. Ja, das ist es gewesen. Genau so und nicht anders. Wenn ihr was anderes behauptet, lügt ihr. Oder wollt ihr behaupten, dass ich lüge? Ich lüge nie. Nein, ich lüge nicht. Oh, ein Foto von Mario. Das war nicht wirklich mehr. Sieh da nicht hin. Wieso nicht? Wieso nicht? Wieso möchte Peach nicht sehen, was Mario für dunkle Geheimnisse auf dem Foto gemacht hat? Gemacht hat vor allem, ja. Was für dunkle Geheimnisse Mario da hat? So viele Kleider. Und doch sieht eines aus wie das andere. Ich habe irgendwie schon... Das ist interessant. Ich habe jetzt innerhalb von 2 Minuten schon wieder vergessen, wie seine Stimme war. Das ist sehr cool. Sie sind nicht alle gleich. Das Design unterscheidet sich von Stück zu Stück und sie sind sehr modisch. Ja, das ist eine typische Frau. Sie kann Unterschiede erkennen, die gar nicht existieren. So, einfach mal rausgehen. Hallo. Hallo, Wachen. Na, wie geht's euch? Oh, es ist Nacht. Was? Prinzessin Peach? Ihr wisst, dass es euch nicht erlaubt ist, euer Zimmer zu verlassen. Es tut mir leid, aber ich muss euch zurückbringen. Oh, wie sie guckt. Oh. Das wollte ich auch noch mit. Und sehr damenhaft behandelt, muss man ja ehrlich sagen. Anders geht's ja nicht. Man muss die Damen hin und her schmeißen, aus dem Fenster, gegen die Wand, in die Pfanne rein, wie auch immer. Hauptsache, sie werden rumgeschmissen. Ja, genau so muss es sein. Bist du in Ordnung, Prinzessin? Haben sie dir wehgetan? Vor allem, bist du in Ordnung, Prinzessin? Sind sie in Ordnung, Prinzessin? Haben sie euch wehgetan? Wenn man schon den Adelstitel nennt, dann, oder Nobeltitel, dann sollte man auch natürlich dementsprechend sagen, beziehungsweise mit ihnen reden. Sprich,
Ja, siezen, das wollte ich sagen. Dankeschön. Ich bin in Ordnung. Danke, Twink. Das war einfach nur dumm. Ich muss vorsichtiger sein. Es sieht so aus, als könntest du nicht durch diese Tür gehen. Ach nee, wirklich nicht. Wow. Dann Kamin, das ist auch ein gutes Klischee. Der Kamin, sehr hübsch. So Gras. So Gras? Wieso so Gras? Das ist nur groß und so warm. Und so grasig. Ein warmer Kamin? Findest du das nicht eigenartig? Glaubst du wirklich, Twink? Was soll denn an einem warmen Kamin eigenartig sein? Also, ich weiß eigentlich nicht, was ich eigentlich sagen wollte. Ein warmer Kamin ist eigentlich richtig. Wobei, okay, eigentlich sollte er heiß sein und nicht warm, aber trotzdem. Der ist ja auch nicht an. Also, es brennt ja auch nicht gerade. Es ist mehr nur noch so am Glühen ein bisschen. Zumindest sehe ich das so. Vielleicht ist es irgendwie anders und weiß es nicht einfach. Oder ich weiß es nicht. Ich meine, ich weiß gar nichts. Ich weiß gar nichts über mich. Ich weiß gar nichts über euch. Und da schminkt sie sich auch noch. Das muss ich auch noch natürlich zeigen. Ich versuche einfach so alles wie möglich nachzuholen. Wobei, das sollte eigentlich auch gleich... Also ja, hier ein sehr gutes Kamin. Das Feuer verbreitet angenehme Wärme. Ach so, das brennt sogar. Das Feuer brennt in dir. Ja. Oh, sieh doch. Da ist etwas hinter diesem Bild. Und ich glaube zuerst, das würde Peach sagen. Und da ist ein Schalter, den man halt draufdrückt, indem Peach erstmal springt. Denn im Gegensatz zu Mario... Wobei, ne, im Gegensatz zu Luigi. Luigi ist größer, oder? Ist Luigi größer als Peach? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ist Peach größer als Mario. Mario hätte auch springen müssen. Aber Peach hätte eigentlich nicht mehr springen müssen. Sie könnte eigentlich so auf 10 Spitzen dann... Pop, und dann hätte sie es geschafft. Aber nein, sie wollte nicht. Sie wollte springen. Weswegen auch immer. Vielleicht wollte sie Mario imponieren und sagen... Oder hat sie sich so gedacht... Ha! Wenn ich auch springen lerne... Oder wenn sie so hoch springen kann wie Mario... Dann wird er mich noch mehr lieben, als er es ohnehin schon tut. Oder liebt er mich überhaupt nicht mehr? Er liebt mich nicht. Das denkt sie sich wahrscheinlich immer wieder. Ja, ja, ja. So und nichts anderes. Egal. Machen wir mal weiter. Weiter im Text. Ja, cool. Jetzt können wir diesen Raum verlassen. So. Und wie habe ich das gerade gesagt? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, gleich hört es auch schon auf. Ich kann immer noch nicht springen, was mir sehr missfällt. Peach wollte doch eigentlich lernen zu springen wie Mario. Aber, jetzt. Ja. Jetzt wird auf den Schalter gedrückt und es dreht sich. Zeit, dass sich was dreht. Okay. Wo sind wir? Wir sind in einem Raum. Und ich habe Hunger. Wegen diesem Raum. Hey, sieh dir das an. Es scheint, als hätte jemand sein Tagebuch hier liegen gelassen. Sollen wir es lesen? Das ist etwas, was mir zum Beispiel sehr missfällt. Man kann nicht mal Nein sagen. Also ich weiß, das ist für die Story, also das ist für den Plot schon wichtig halt. Also für Story Progression ist es wichtig, ich weiß. Aber trotzdem missfällt mir das so ein bisschen, dass man keine Moral zeigen kann. Sondern es wird den Kindern quasi gesagt, was wird den Kindern gesagt? Ja, ihr müsst so ein bisschen schnuppern in die Privatsphäre anderer Leute oder anderer Koopa oder anderer Goomba oder anderer... Pinguine. Ich weiß nicht, wie die Pinguine hießen. Aber Pinguine sind coole Tiere. Ja, das sind sie wirklich. Ich mag Pinguine. Egal, wie komme ich da eigentlich drauf? Egal. Also, wir sollen lesen. Wir können das leider nicht verneinen. Wir müssen lesen, ob wir es wollen oder ob ich es möchte oder nicht. Ihr wollt es bestimmt, weil ihr seid solche... Voyeure, würde ich schon sagen, gerne. Aber nein, Voyeure wäre wahrscheinlich das falsche Wort. Nicht das richtige Wort. Wäre nicht das richtige Wort. So könnte ich es auch sagen. Aber ist ja egal. Lesen wir erstmal ein bisschen. Oh, solche Dinge tust du wohl gerne, wie? Okay, aber ganz leise. Mal sehen. Tag OO oder 0 von 0. Monat Stern, sonnig. Heute bin ich zum Sternenhafen gegangen und habe dort den Sternenstab gestohlen. Jetzt bin ich unbesiegbar. Cool. Ich habe auch die 7 hohen Sterne entführt. Jetzt können sie nicht mehr dazwischen funken. Das war ein harter Tag und ich bin ziemlich erledigt. Das Abendessen war ganz nett, aber ein bisschen fade. Was hat er denn gegessen? Wieso wird das nicht gesagt? Punkt. Ich glaube, die Person, die das geschrieben hat. Ach so, ich glaube, ich kenne die Person, die das geschrieben hat. Sollen wir weiterlesen? Lesen! Okay, machen wir weiter. Tag 0 von X. Monat sonnig. Oder O von X. Ich weiß es da nicht. Wolkig, dann sonnig. Schöne Diagnose. Prognose. Was auch immer für eine Nose.
Nase, Nose, was auch immer. Liebes Tagebuch, heute war ein großer Tag. Ich habe meine Festung dazu benutzt, den Pilzpalast in den Himmel zu heben. Wow, du bist stark. Dann bin ich in den Palast eingedrungen und habe Mario verdroschen. Ja, ich weiß, unglaublich, aber lustig. Und es kommt noch besser. Danach habe ich Prinzessin Peach entführt. Zum wievielsten Male, ich weiß es schon nicht. Ich könnte nicht glücklicher sein. Außer, ich würde es einmal schaffen. Ich hoffe, sie mag mich. Prinzessin Peach, das ist Bowsers Tagebuch. Igitt. Wieso Igitt? Wieso Igitt jetzt mal ernsthaft? Das ist nur ein Buch. Also ein Tagebuch, aber es ist ein Buch. Deswegen heißt es auch ein Tagebuch, weil man da an einem Tag reinschreibt. Deswegen Tagebuch. Nicht Tagebuch, aber Tagebuch. Ja. Was sollen wir tun? Sollen wir weiterlesen? Ja, jetzt darf ich, ne? Jetzt darf ich, aber... Nee, jetzt ist es schon zu spät. Jetzt muss ich schon wissen, wie es weitergeht. Ja. Tag X von X. Irgendwie vergehen die Tage da, beziehungsweise die Monate schnell. Ich meine, das war jetzt ein Tag jeweils. Ein Monat hat ein Tag. Das ist wow. Und es gibt bis jetzt 3 Monate. Na gar nicht. Ach, okay, dann, nee, stimmt. Ich hab einen Fehler. Ich habe einen Fehler im Kopf. Das heißt also... Ein Augenblick. So. Also, es ist weiter alles im Sternmonat, aber was soll dann das X von X? Was soll das dann heißen eigentlich? Oder das O von X? Oder 0 von 0? Oder 0 von X? Ich weiß doch nicht, ob das eine 0 oder ein O war. Ich denke eher eine 0. Weil das hat so einen Punkt in der Mitte und das haben normalerweise die Nullen, um die halt von den O's zu unterscheiden. Deswegen, ja. Also, habt ihr was verstanden? Ich hoffe doch. Wenn nicht, dann kann ich euch nicht weiterhelfen. Ich hab's auch nicht verstanden. Nun, die Koopa-Brüder sind von Mario besiegt worden. Er hat sogar den blöden Stern befreit, den ich dort gefangen hielt. Woher weiß er das eigentlich? Das sollte eigentlich am selben Tag sein, das alles. Also sprich, das sollte eigentlich so... weiß nicht. Ich sag mal, entweder in derselben Zeit oder so 20 Minuten später und dann weiß er das noch nicht alles, oder? Ich meine, wenn die Koopa-Brüder vor 20 Minuten erst besiegt worden sind, dann muss die Nachricht doch erstmal wandern und 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 dann kommt die Wander. Ach, ich musste mal meine Oma mal wieder anrufen. Ja. Ich bin so sauer, dass ich kaum schreiben kann. Bestimmt hat er aber trotzdem eine leserliche Schrift. Oh, ich bin Mario. Ich bin so groß und stark. Eigentlich bin ich nicht groß und auch nicht wirklich stark. Ich kann nur hüpfen und gut und hilfsbereit. Ich kann nur hüpfen und das gut. So könnte man es eigentlich sagen. Ich hasse ihn, aber ich mache mir trotzdem keine Sorgen. Auf keinen Fall kann Mario den Stern in den staubtrockenen Ruinen retten. Ich sollte ein bisschen langsamer lesen, damit ich mich nicht verlese, denn das ist so ein bisschen meh. Aber wenn ich so langsam lese, dann ist es auch meh. Deswegen lese ich ganz normal weiter. Und um das zu tun, müsste er zuerst das Geheimnis der Wüste lösen. Und die Ruinen der staubtrockenen Wüste finden. Er weiß ja nicht mal, wie man ihn in die Wüste gelangt. Wie man ihn in die Wüste gelangt? Ja, so stand das da. Genau so nicht anders. Wer was anderes braucht, der lügt schon wieder. Hört auf zu lügen. Sowas macht man nicht. Das ist nicht gut. Deshalb mache ich mir keine Sorgen. Ich bin sogar so durch, dass ich jetzt zu Bett gehe. Die staubtrockene Wüste ist inmitten... Ach, die staubtrockenen Ruinen sind inmitten der staubtrockenen Wüste. Oh nein! Wer hätte das nur gedacht? Einer der edlen Sterne wird dort gefangen gehalten. Oh nein! Woher weißt du das nur? Twinkle, Twinkle, Little Star. Glaubst du, du kannst Mario finden und ihm das mitteilen? Ja, natürlich, Prinzessin Peach. Ich mache mich sofort auf die Suche. Auf die Socken. Ich habe keine Socken. Verstehst du? Oh nein, ich möchte nicht. Oh nein! Oh nein! Ich fasse es nicht. Ich habe mein geheimes Tagebuch offen liegen lassen. Es wäre mir furchtbar peinlich, wenn es jemand lesen würde. Und wieso rede ich davon eigentlich ganz lautstark? Und wieso sage ich überhaupt, dass ich mein Tagebuch offen gelassen habe, obwohl ich weiß, dass niemand hier reinkomme? Was? Was hat die Prinzessin hier zu suchen? Ah! Ihr Bösartiges! Ihr habt mein Tagebuch gelesen! Ich sollte das ein bisschen leiser machen. Ich sehe gerade...
Ja, irgendwie habe ich was gerade mit dem Hals, so ein bisschen. König Wasser, gibt es ein Problem? Ihr seid die schlechtesten Wachen aller Zeiten. Bringt die Prinzessin sofort auf ihr Zimmer zurück. Jawohl, Sir. Auf der Stelle, Sir. Vergebt uns, Sir. Sir, ja, Sir. Nein! Lass mich runter! Nein. Schmeiß sie nicht umher. Okay, schmeiß sie umher. Aber nicht gegen die Vase. Vasen tun ein bisschen weh. Ja, und natürlich sieht Bowser Twinkle nicht. In Twinkle, Twinkle, Little Star. No matter how far. Oder was auch immer, wie das eigentlich weitergeht. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß doch gar nicht. Das solltet ihr mittlerweile wissen. Mario. Mario. Immer wieder Mario. Wieso betone ich die erste Silbe immer so? Mario. Ich weiß, dass du es schaffst, alle hohen Sterne zu retten. Aus dem tiefsten Grunde meines leuchtenden Herzens spreche ich dir meinen Dank aus. Jetzt, wo du mich aus meinem Gefängnis befreit hast, ist auch das Siegel, welches meine Macht unter Verschluss hielt, zerbrochen. Schon bald werde ich wieder voll bei Kräften sein. Solange auch nur ein Funken Kraft in mir verbleibt, werde ich dir stets helfen. Yay! Na, komm, beeil dich. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Mario kann nun die Sternenkraft im Kampf einsetzen. Hurray! Um eine Sternenkraft einzusetzen, benötigst du Sternenenergie. Möchtest du, dass ich dir den Einsatz von Sternenkräften und Sternenergie erkläre? Nein, möchte ich nicht. Ich würde dir raten, es dir anzuhören. Ist sehr wichtig. Möchtest du nicht doch zuhören? Nein, möchte ich nicht. Nun gut, wie du wünschst. Hurray! Mario, hör gut zu. Du musst die anderen hohen Sterne so schnell wie möglich retten. Wenn wir sieben wieder zusammen sind, können wir dir eine Sternkraft namens Sternstrahl leihen. Der Sternstrahl ist die einzige Möglichkeit, gegen die Kraft des Sternstabs zu bestehen. Das ist einfach eigentlich ein Paradox, denn der Sternstab könnte sich, also der Halter, der Besitzer, der Eigentümer, nein, der Eigentümer sind ja immer noch die Typen. Aber der Besitzer des Sternstabs könnte eigentlich sagen, nee, der Sternstrahl soll mir nichts anhaben können. Oder egal was Mario macht, es soll mir nichts anhaben können. Das heißt doch eigentlich, ja, das geht doch eigentlich nicht, dann, dass der Sternstab ihm dann was anhaben kann, weil der Sternstab soll jeden Wunsch erfüllen können. Und wenn er einen Wunsch nicht erfüllt, dann kann er nicht jeden Wunsch erfüllen, was dann eigentlich sein Werbespruch, sein Werbeslogan eigentlich ja zunichte macht, weil er nicht jeden Spruch, also weil er nicht jeden Wunsch in Erfüllung bringen kann. Also, entweder sind das verdammt miese, wie nennt man die Typen nochmal? Ja. Die verdammt schlechte PR-Agenten, also von einer PR-Agentur. Nein, nicht PR, wie heißt das jetzt nochmal? Also Werbung halt, wer sind die Typen, die Werbung machen? Na, komm schon, sag schon. Sag es mir doch mal. Wieso sagt es mir keiner? Ich weiß es doch nicht. Mann, du! Egal. Ich muss nun zurück zum Sternhafen. Ich muss sofort aufbrechen und ich habe Hunger. Doch ich werde stets über dich wachen, wenn ich esse. Wenn du nichts isst, dann werde ich nicht über dich wachen, denn ich mag Döner. Denn Döner macht schön. Rette uns, Mario, bitte. Bitte. Tot. Und da ist er weg. Yay, so. So. Speichern. Haha. So. Und ja, ich werde ja gleich wieder in einem Kampfpunkt befinden. Wenn ich mich richtig hinse und ich weiß nicht mal, ob ich das überhaupt nötig habe, ist ja egal, denn hier kommt ja. Hier rechts muss. Ich muss da rechts drücken. Ja, sag ich doch. So. Ich werde mal in dem Kampf werde ich mal was zu sagen. Hoffentlich erinnert ihr mich dran. Wenn nicht, dann. Wieso macht ihr das nicht? Was ist mit euch los, dass ihr mir nicht mal helfen wollt? Also, ehrlich, was soll das? Was hab ich euch hier getan, dass ihr sagt, nö, egal was du sagst, ne, wir helfen dir nicht. So, und ja, BP plus Orden. So, dann rüsten wir auch mal aus, oder? Kann ich ihn noch ausrüsten? Ich denke nicht, oder? In 3. Was lohnt sich eher? Der Schwindelhieb oder BP plus? Ich mach mal den Schwindelhieb weg. So. Jetzt habe ich 15. Ne, habe ich nicht. Ich habe 10. Ich habe 15. Ich komme nicht hoch. Übrigens, genau. Habe ich das schon angesprochen oder nicht? Ich weiß es schon nicht mehr. Kann sein, dass ich es angesprochen habe und habe es wieder mit vergessen. Aber, der Sebi, der liebe Awesomekind, der liebe Sebastian, hat mir ja bezüglich was geschrieben von wegen, ja, nee, das wäre ja voll der Freehill, bla 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 bla. Nein, wäre es nicht. Weil, sagen wir mal, einfach mal,
Ich würde die 5 HP bekommen, ne? So. Ich würde die 5 HP dazu bekommen, weil sich ja die maximale HP erhöht hat. Was ist aber, wenn ich die dann wieder wegnehme? Dann sind die doch, dann werden die halt auch wieder abgezogen. Wenn ich zum Beispiel nur 2 HP habe und ich setze dann den KP Plus On ein, hätte ich 7 von 15. Oder beziehungsweise hätte ich, ja, 7 von 15 halt. Wenn ich ihn wieder wegnehme, habe ich 2 von 10. Wo liegt das Problem dabei? Sag mal, wo liegt dein Problem? Sag es mir mal. Wo wäre das ein Free Heal? Free Heal vor allem. Free Heal. Also nee, wäre es ja nicht. Weil, wie gesagt. Und hier zeige ich euch mal was. Und zwar wurde mir nämlich von dem, auch vom lieben Sebi. Aber nicht nur vom lieben Sebi, sondern wurde mir auch noch gestern vom lieben Katharsis. Vom lieben Noir, wie ich ihn damals kennenlernte. Meine ich zumindest, er hieß Noir. Wenn nicht, dann, doch, du hieß Noir. Also zumindest... Doch, ich bin mir sogar ziemlich sicher, du hieß Noir. Also halt, dass wir uns unter diesem Namen, dass ich dich unter diesem Namen kennenlernte. Der sagte mir nämlich auch, dass ich bei Bombette einen kleinen Fehler gemacht hätte. Und halt Sebi eben auch... Ach, stimmt. Ah, verdammt. Ah, ich bin dumm. Wieso bin ich eigentlich so dumm? Ich dachte, ich musste da irgendwie gedrückt halten. Bei wem war das nochmal? Bei wem musste ich mir nochmal gedrückt halten? Ich weiß, nee, das war auch bei Bombette. Stimmt, das war bei Bombette, aber das war eine normale Attacke. Wo ich dann gesagt habe, ey, das war voll verquistet, ey. Wieso bin ich nicht so dumm? Ich weiß nicht, egal. Ich würde mal sagen, wir springen auf diesen Koopa drauf, denn der muss ja auch mal leiden. Ja. Er kann nicht aufstehen, haha. Und damit blocken, denn das ist immer schön. Nein, ich möchte nicht verletzt werden, aber ich werde verletzt, weil ich nicht einen Verteidigungsplus habe. Den muss ich mir auch noch irgendwann holen, sofern ich das überhaupt kann. Ich weiß es nicht. Ich meine, bei der normalen Attacke muss ich zurückhalten. Ja. So, und ich halte jetzt mal gedrückt und mal schauen, ob ich dann auch diesmal richtig schaffe. So. Okay. Oder sollte die explodieren? Na, sie hat 2 abgezogen. Also sollte es eigentlich ja schon so richtig sein. Doch, hoffe ich doch. Wenn nicht, dann mache ich irgendwas falsch. Ja, was heißt hoffentlich? Ich mache es falsch. Dann gibt es kein hoffentlich. Ich mache es falsch. Und ich habe es vergessen zu drücken. Wieso drücke ich nicht? Wieso mache ich sowas? Sagt es mir mal bitte. Ich weiß es doch nicht. Jedenfalls, irgendwas wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich den Hammer werfen möchte. Denn ich muss erstmal nach hinten halten. Also nach links halten. Dann werfen. Bam. Und damit ist der Pieks-Gumba tot. So, genau so muss es sein. So und nicht anders. So, dann A gedrückt halten und dann halten, bla und boom. So, ich denke, das ist schon so richtig so, dass ich nur 2 abziehen soll und nicht 500.000. Wobei das wahrscheinlich in diesem Spiel nicht möglich ist. Aber es ist boah, verdammt, schluck auf. Oder aufstoßen, eins von beiden. Ich denke, aufstoßen. Das klingt realistischer und ich wurde angeschrieben. Wer schreibt mich zu dieser Zeit an? Niemand! Niemand! Versteht ihr? Niemand! Ja, okay, ich bin wieder ruhig, okay? Ist das ein Deal? Das ist ein Deal, okay. Dann halt einfach nur nach links gedrückt, ja, bla, boom, und dann bist du tot. So, und vom Bett, möchtest du auch mal wieder einen Body Slam machen? Du möchtest einen Body Slam machen, natürlich. Denn, eigentlich machst du nicht mal einen Body Slam, okay, du machst eigentlich schon einen Body Slam. Es tut mir leid. Und damit hätten wir auch mal wieder gesiegt. Nach langer, langer Zeit. Also, vielleicht nicht für die Leute, die sich in 5 Jahren die Videos anschauen, falls da noch mein Kanal existieren sollte. Aber, ja. Für diese Leute wäre das halt, für die wäre es dann halt quasi fast in einer halben Stunde. Ja. Ja, eigentlich schon. Eigentlich so, wenn man bedenkt, der letzte Kampf war ja halt... Also für die Leute, die in die Playlist schauen und nicht halt so... war das dann ja halt, ja, knapp eine halbe Stunde. Ja, weil der letzte Kampf war ja gegen die Koopa-Brüder und die erstaunlich erschreckende 1:1-Kopie von... Ach, ich bin dumm! Ich bin dumm! Wieso bin ich so dumm, bitte? Ernsthaft, wieso bin ich so dumm? Die einen Gegner trifft vor allem nur. Wieso trifft sie nur einen Gegner? Das ist doch nicht schön. Ich meine, das ist eine Explosion. Explosionen müssen alle Gegner treffen eigentlich. Oder zumindest alle Gegner in der Nähe. Und der zweite Pieks-Gumba ist in der Nähe. Also bin ich dumm. Ja. Das ist auch kein Geheimnis, oder? Ich denke, das ist kein Geheimnis. Wieso sollte es ein Geheimnis sein? Man weiß es nicht. Man munkelt es aber nur. Aber wieso munkelt man das? Man weiß es nicht. Deswegen. Ja. Weil man es nicht weiß. Und ich habe gerade gesehen, das fällt mir jetzt auf.
Zeige ich im nächsten Kampf, wenn ich einen sehen, also wenn ich einen Kampf haben sollte. Ist hier noch was? Nein, hier ist nichts. Okay. Gibt's hier vielleicht auf dem Baum was? Nein, gibt's nicht. Okay, dann einfach zurück. So. Au! Verdammt, ich wollte doch nur die Feuerblume haben. Wieso tust du mir das an? Was habe ich dir getan? Naja, springen wir auf ihn drauf. Denn wieso sollten wir es nicht machen? Ich weiß es nicht. So. Und damit wäre er auf seinen Bauch. Oder eigentlich eher auf seinen Rücken. Nicht Bauch. Wieso sagt ich Bauch? Der Rücken ist nicht der Bauch. Nein, nein, nein. Das sind entgegengesetzte Partien. Und ich habe zu spät gedrückt. Ja, okay. Okay, okay, ich habe jetzt zu spät gedrückt. Ich sehe es doch ein. Hört doch auf, mir da was zu schreiben. Hört auf, mit mir was zu sagen. Ich habe doch alles eingesehen, dass ich schwach bin. Ich weiß es doch. Bitte hört auf damit. Was habe ich euch getan? Ehrlich, was habe ich euch getan? Hm? Und bumm. Ja, also, okay. Ihr beide hattet recht, also... Ich wollte dich trotzdem noch erwähnen, auch wenn ich schon sowieso geschrieben habe, dass ich das weiß. Aber ich wollte es trotzdem sagen, weil wieso nicht? Man weiß ja nie. Jedenfalls springen wir mal auf den zweiten drauf, denn Bombett kann ja durch den ersten erledigen. Wobei das eigentlich keinen Unterschied macht. Wobei doch, das macht einen Unterschied. Wenn ich jetzt nämlich zu spät drücke, dann wird er nicht sterben. Bumm, und damit ist er doch tot. Und nein, der steht natürlich nicht auf. Der schafft es nicht. Nein, 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 das darf nicht sein, denn ich bleibe fies und bleib gemein. Und ich habe Hunger. Ich glaube, ich gehe danach erstmal einkaufen, während die Folge rendert. Und wenn ich wieder zu Hause bin und die Folge fertig gerendert ist... Blume! Ich hab die Blume noch bekommen. Haha! Wenn die Folge dann fertig ist, wenn ich nach Hause komme, dann werde ich sie auch sofort hochladen und es versuchen hochzuladen. Denn ich möchte auch mal wieder aktiver werden. Apropos aktiver. Aktivier. Ich weiß nicht, wie ich auf aktiver kam, aber ist egal. Ab Montag, also quasi übermorgen, wenn ihr das hier seht, hoffentlich. Hoffentlich seht ihr es am Sonntag, ich weiß es nicht, ich hoffe es nur. Solltet ihr eigentlich. Also eigentlich sehe ich keinen Grund, warum nicht. Jedenfalls, geht es ein bisschen wieder mit Pokémon weiter. Leider noch nicht mit Final Fantasy Tactics Advance. Denn da ist mir so damals ein kleiner Fehler unterlaufen. Und zwar, ja. Ein paar Folgen sind tot. Ja. Und das hat so bei... Ich meine, was war das aufgehört? Was war das letzte, was ich hochgeladen habe? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls ab da sind alle Folgen kaputt. Ich weiß nicht genau, wie ich das geschafft habe, dass sie alle kaputt gegangen sind. Aber sie sind es. Deswegen muss ich das halt erstmal alles nachspielen. Und ja. Ich hätte springen sollen, sehe ich gerade, aber ist ja auch egal. Das kann man nicht mehr ändern. Von daher, einfach nur drauf springen. Jedenfalls ja, also ich werde das halt alles nochmal nachspielen. Und dann wird es da weitergehen. Ich werde auch versuchen, die Namen zu ändern. Die Namen zu ändern von den ganzen Leuten. Ich kann es aber nicht versprechen, weil das ist ein bisschen komplizierter. Deswegen, ich versuche es. Wenn es nicht funktioniert, dann tut es mir leid, dann müsst ihr leider damit leben, dass da andere Namen stehen, aber eigentlich sollte es nicht allzu schlimm sein. Von daher, ja. Ja, ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen, wenn nicht, dann deabonniert mich. Oder haut mich. Nein, nicht hauen. Bitte nicht hauen. Bitte nicht hauen. Das tut weh. Bitte nicht hauen. Oder ihr dürft mich hauen, aber ganz sanft. Aber nein, trotzdem auch nicht. Nein, nein, nein. Ich möchte nicht gehauen werden. Gib mir Herzen. I need hearts. I need more hearts. Na komm, ich will das Herz. Ja. Ja, ich will das Herz. Ich will das Herz. Ja, verdammt. Ist zu weit weg. Wieso ist das so weit weg? Ich weiß es auch nicht. Komm, gib mir noch ein Herz. Ich möchte noch ein Herz haben. Ich möchte dafür keinen Pilz ausgeben. Dankeschön. So, dann gehen wir auch mal weiter. Und die Folge ist auch schon gleich zu Ende, wie ich hier sehe. Hurray! Gibt's hier eigentlich was? Hier gibt's nichts, oder? Nein. Nein! So, komm her. Haha! So, dann springen wir oder springen wir auf ihn? Wir springen auf Paragumba, denn die sind verdammt! Die sind verdammt! Ja, ja, ja! Ich hoffe, die Folge wird nicht wieder so lange überzogen. Wenn das wäre nicht so schön. Was ist das für ein Deutsch, was ich hier wieder spreche? Man weiß es nicht. Ich bin doch eigentlich so ein schöner Grammatinazi. Also, Grammatinazi? Ja, ich bin ein Grammatinazi.
Ich weiß nicht, was ich damit sagen wollte. Nein, ehrlich nicht. Jedenfalls springen wir auf den normalen Gumba mittlerweile und dann ist er tot. Denn er hat jetzt minus 1 HP und minus 1 ist kleiner als 0. Und bei 0 HP sterben sie, also müsste er auch tot sein. Außer natürlich, er wäre dann untot, weil der ist ja nicht tot, weil tot ist nur 0. Bei minus ist er eigentlich untot, also sprich, der hat ja eigentlich immer noch Leben, auch wenn er keins mehr hat. Versteht ihr überhaupt, was ich meine? Wenn nicht, dann ist schon okay. Und ich würde mal sagen, wir setzen mal... Nein, setzen wir nicht rein. Ich wollte gerade sagen, dass wir mal den... Dings nicht einsetzen, aber ich habe gerade gesehen, das heilt und ich möchte mich nicht heilen, weil ich sowieso alles voll habe oder sollte zumindest fast alles voll haben. Ja, okay, das hätte sich eigentlich an sich schon so ein bisschen gelohnt. Naja. Wie süß. Hallo. Wo ist er? Gibt's hier nicht gleich Info und Speicherpunkt? Das wäre nämlich sehr schön, denn ich möchte langsam die Folge aufhören. Ich möchte nicht einfach mitten im Weg da sein. Denn wenn dann irgendwas abkackt, dann muss ich schon wieder alles machen. Und ich habe mir ja nicht nochmal Lust, noch einmal das alles zu machen. Deswegen, ja. Bumm. So. Warte, da sind zwei Gegner, ich habe neun Sternpunkte an? Wie ist das bitte möglich? Wie ist das möglich in der Natur? Habe ich hier jetzt eigentlich das schon gemacht? Habe ich, okay. Ich weiß, da war noch etwas, aber ich habe vergessen wieder, was das war. Von daher ist es eigentlich irrelevant, weil wenn ich mich nicht verändere, dann ist es sowieso unwichtig. Und da ist ein Pieks-Gumba, den ich nicht angreifen werde, aber dich werde ich angreifen. Und die Folgen werden immer länger. Immer und immer länger. Also, die werden nicht wirklich immer länger, aber die werden mir ein bisschen zu lang mittlerweile. Ich meine, die letzten zwei Folgen waren 40 Minuten, oder nicht? Oder was nur die letzte Folge, die 40 Minuten war? Nein, nur die letzte Folge waren 40 Minuten. Aber die... Oh, ne, gar nicht. Wie komme ich jetzt auf die letzten zwei Minuten? Die letzten zwei Minuten waren 40 Minuten lang. Ja. Genau so läuft das hier in meinem Revier. Ja. Naja, wir springen mal auf ihn drauf, denn er muss ja auch mal ein bisschen Schaden erleiden. Komm. Boom. Da fällt mir ein, ich wollte noch was nachschauen. Also, nachschauen nicht im Sinn. Also, nicht. Nicht bezüglich dieses Spiels hinein. Etwas, bezüglich etwas, was dann halt auf dem Kanal von dem lieben Katharsis halt passiert. Ja. Sollte ich mal machen. Denn. Apropos, soll ich das sagen? Ja, ich weiß nicht, soll ich das jetzt schon sagen? Ich denke noch nicht. Nein, noch nicht. Das kommt erst, wenn das hinter uns gebracht worden ist oder wenn es wenigstens angefangen ist. Ja, das sollte dann funktionieren. Keine Bewegung, Mario. Auf dich habe ich gewartet. Ja. Ach, verdammt, jetzt bist du... Oh, verdammt, ich bin so dumm. Dumm! Ich habe dir doch gesagt, dass wir uns wiedersehen werden. Jetzt bekomme ich meine Rache. Los geht's, Baby. Baby, pass gut auf. Ich denke, nach dem Kampf werde ich aber trotzdem aufhören. Ungeachtet dessen. Ich werde wahrscheinlich dann zurücklaufen, um zu speichern. Und dann, werde ich wieder hinlaufen, wenn es dann weiterquält. Ja, wenn es dann weiterquält. Ja. Mario, ich rede mit dir. Ich verspreche dir, dass dieser Kampf ganz gänzlich anders als der letzte verlaufen wird. Wer ist der Kleine? Verstehe ich das richtig? Er will sich herausfordern? Das muss ein Scherz sein. Schnauze! Sowas sagt man nicht. Vor allem nicht bei kleinen Kindern. Du, Mario, du erinnerst dich an mich, oder? Nein, tut mir leid. Verdammt! Du erinnerst dich nicht? Hör zu, du kleine Rat. Mein Name ist Junior Trooper. Ich dachte, du bist Trooper Junior. Okay. Das. Also so hatte ich ihn zumindest im Kopf, aber ist ja egal. Hauptsache Junior und Trooper ist richtig. Also. Ne. Merk ihn dir und erzittere. Denn wenn ich mit dir fertig bin, wirst du ihn garantiert nicht mehr vergessen. Wenigstens hast du eine gute Musik. Trooper Junior oder Junior Trooper, ich weiß nicht mehr. Bereite dich auf den Schmerz von Mario. Ich zeige dir, was ich gerade erst gelernt habe. Was denn? Oh nein! Er kann sich in ein Digitamamon verwandeln. Dieses Digitamamon? Ich meine, es ist Digitamamon. Das eine Digimon. Hieß doch Digitama, oder? Ich meine schon. Yeah, pass gut auf. So etwas hast du noch nie zuvor gesehen. Deine Angriffe sind diesmal wirkungslos. Sind sie das? Schlag plus 1. Denn wir boosten uns einfach ein bisschen. Ja. Warte, nein, wir werden... Nein!
Nein, aua. Du hast ihm wehgetan. Wieso tust du das? Weiter boosten. Wir boosten uns mal komplett. Ja, ja, ja. So. Strategie. Mittelwechsel. Gumbario. Gumbario. So, komm. Attackier mich. Verdammt. Verdammt. Das ist nicht schön. Weiter boosten. Ich werde wahrscheinlich die ganzen Dinger erstmal... Also, bis ich nicht mehr kann halt. So, und du das mal scannen. Und sag mir dann bitte... Wie war doch gleich sein Name? Junior Trooper? Ach, ich erinnere mich nicht genau. War nur ein Scherz. Maximal KP 15. Angriffskraft 2. Verteidigung 1. Sieht er nicht süß aus, wie er sich in der Eierschale versteckt? Einfach niedlich. Ihn zu besiegen sollte kein Problem darstellen, glaube ich. Wird es auch nicht. Wird nicht. Nein, nein, nein. Weil... Wie oft habe ich das schon mittlerweile eingesehen? Ich weiß es nicht, aber ich kann nicht blocken. Ich bin zu dumm zum Blocken. Wieso? Ich denke, ich mache solchen One-Hitten. Ich werde ihn One-Hitten. Ja. Und schon wieder geht die Folge 40 Minuten. Ich sehe es schon kommen. Wir nehmen mal Cooper, weil Cooper mag ich sehr. So, ich hab's geschafft. Ja. So, weiter boosten aber. Denn ich möchte halt so viel wie möglich abziehen. Ja, ja, ja. So. Panzerstoß. Und hier muss ich auch noch zurückhalten. Und dann... Und boom! Schade, dass man nicht von links nach rechts drücken muss. Also so links halten, dann so nach rechts quasi. Das wäre viel schöner. Ja, eigentlich finde ich schon. So, noch ein Schlag plus. Und das sollte dann ziemlich wehtun. Auch mit der plus 1 Verteidigung. Ich finde aber ehrlich, dass Paper Mario eine sehr simple Schadensformel hat. Finde ich auch sehr schön, dass es so simpel ist. Ist zwar ein bisschen schade, dass... Oh, ach so, ach klar, ich habe ja den Dingenskirchen. Ich habe vergessen, wie es hieß. Na, ist egal. Jedenfalls, erstmal aufladen und dann, boom, 13 Schaden. Wow, du bist tot. Du bist tot. Und gibst mir 20 Sternpunkte. Wunderbärchen. So, dann... Ja. Achso, du redest nicht. Okay, ja, das war dann Paper Mario für heute. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass es so lange nichts war. Wenn nicht, dann schlitzt mich auf. Was auch immer. Schlitzt mich auf, schlitzt euch auf. Nein, schlitzt euch nicht auf. Schlitzt mich lieber auf. Das ist viel besser, als dass ihr euch aufschlitzt. Jedenfalls bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Tschüss.